Stell dir vor, du wärst kein Muslim. Und jetzt? Wie kann ich das verstehen, diese Dimension, diese Gefahr? Wie erkenne ich den Wert einer Gabe? Was glaubt ihr, wie erkenne ich den Wert einer Gabe, die Stellung einer Gabe? Wenn man es schlecht gut fühlt. Wenn? Wenn man sich gut fühlt. Ja? Wenn sie nicht mehr da ist. Ich erkenne den Wert einer Gabe, wenn ich mir vorstelle, sie wäre nicht da. Wie erkenne ich, wie gut es ist zu sehen? Stell dir vor, du wärst blind. Wie erkenne ich, wie gut es ist zu sprechen? Stell dir vor, du wärst stumm. Und so weiter. Die Gesundheit. So, wie erkenne ich, wie gut es ist, Muslim zu sein? Stell dir vor, du wärst kein Muslim. Nimm dir jetzt mal diesen Augenblick, lieber Bruder. Stell dir vor, du wärst kein Muslim. Möge Allah uns davor bewahren. Und du wärst gestorben. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Wo wirst du landen? In Jahannam. Wie lange? Für immer und ewig. Dieses für immer und ewig, diese Endlosigkeit kann der Verstand nicht nachvollziehen. Das ist zu groß für den Verstand. Deswegen teilen wir das mal in Stücke auf. Stell dir vor, dein erster Tag in Nar Jahannam. O Allah, wir bitten dich darum, uns vor Jahannam zu bewahren. Stell dir vor, der erste Tag in Jahannam. Und du schreist. Und du wirst verbrannt. Gehst du jetzt raus am Abend? Kommst du jetzt raus als Käfer? Oder bleibst du noch drin? Du bleibst noch drin. Der zweite Tag in Jahannam. Kommst du jetzt raus? Der dritte Tag in Jahannam. Kommst du jetzt endlich raus? Die erste Woche ist vorbei in Jahannam. Die zweite Woche hat angefangen. Kommst du jetzt raus? Der erste Monat in Jahannam ist vorbei. Kommst du jetzt raus? Aus Jahannam. Bist du jetzt endlich gerettet? Ist doch genug, ein Monat in Jahannam gewesen zu sein. Der zweite Monat hört auf, der dritte Monat, das erste Jahr ist vorbei. Aber jetzt endlich darf ich doch raus. Nein, du darfst nicht raus. Du musst da bleiben. Allah Jalla wa Ala sagt, وَقَالُوا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Die Kuffar in Jahannam sagen zu Malik, wer ist Malik? Der Wächter der Hölle, der Engel, Wächter der Hölle. Allah soll uns vernichten. Endgültig sollen das. Die ganze Zeit bestraft, die ganze Zeit bestraft, die ganze Zeit bestraft. Wie sollen das? Wie lange sollen das gehen? Allah soll uns vernichten. Qala innakum makithu. Ihr bleibt so. Vorher gehen sie zu den Zabaniya. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لا إله إلا الله. Die Leute in Jahannam sagen zu den Zabaniya, wer sind die Zabaniya? Die Engel, das sind die Soldaten in der Hölle, die damit beauftragt sind, die Menschen in der Hölle zu bestrafen. Die Menschen sagen zu denen, bittet euren Herrn, dass er uns einen Tag weniger Strafe gibt. Bitte was? Ein Tag keine Strafe. Ein Tag weniger. Bisschen schnaufen. Bisschen weniger. Dann, Ibn Kathir, rahimahullah, erwähnt in seinem Tafsir, dann warten sie 1000 Jahre auf die Antwort. Auf welche Antwort? Freispruch aus Jahannam? Auf die Antwort, dass sie etwas weniger bestraft werden. Wie lange denn? Für einen Tag. Nur für einen Tag? Ist das viel verlangt? Dann sagen sie, kamen denn nicht zu euch die Propheten und Gesandten? Dann sagen sie, ja. Schau dir diese Antwort an. Dann sagen sie, dann bittet weiter.
La hawla wa la quwwata illa billah. Die Antwort selbst ist erschütternd. Dann bittet weiter. Nach 1000 Jahren. Dann gehen sie zu Malik, ihrem Vorgesetzten von den Zabaniyah, und der sagt ihnen, ihr bleibt. Zu wem wollen sie jetzt hin? Zu Allah. Letzte Station. Zu wem wollen sie denn sonst hin? Zu Allah. Und dann sagen sie, Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman taghin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. O Allah, wir waren so sehr ungerecht gegen uns selbst. Diese Ungerechtheit gegen uns selbst hat uns überwältigt. Und wir haben sämtliche Grenzen übertreten. O Allah, lass uns raus. Und wenn wir wieder so werden, dann sind wir tatsächlich ungerecht. Was ist dann die Antwort? La ilaha illallah. Noch schlimmer als Kalla. Kalla ist nein. Noch schlimmer. Naam? Nein. Qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Nicht ein Nein. Nein. Seid ruhig und redet nicht mit mir. Ja, dürfen wir nicht mehr diskutieren? Nicht mal kurz verhandeln? Gib mir doch die Chance, nur ein bisschen zu reden. Ruhe! Kein Wort! Die Ulama sagen, dann hört man von ihnen keinen Mucks mehr. Zu wem wollen die jetzt hin? Wen gibt es nach Allah subhanahu wa ta'ala? Stell dir vor, du gehörst dazu. Stell dir vor, du bist einer, dem gesagt wird, Ruhe jetzt. Ruhe. Kein Wort. Nach 10 Jahren kommst du dann raus? Kommst immer noch nicht raus. Nach 100, nach 1000. Der Verstand hört jetzt auf. Dein Verstand schaltet jetzt ab. Nach 100.000, nach 1 Billion, nach 1 Trillion, nach 1 Allahu Alam. Das kann der Verstand nicht mehr nachvollziehen. 1 Trillion Jahre, was ist das? Was ist denn das, 1 Trillion Jahre? Kommst du dann raus? Kommst nicht raus.